Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiß, hier 93 Show. Mein Training ist für das erste Mal wieder beendet und wie Sie es ja schon unten sehen können, ich habe mir ein paar neue Pokémon gefangen. Also herzlich willkommen zu Funky Brown. Dann haben wir Wingardoo und Osuma hat sich letztendlich zu Zytomega weiterentwickelt. Ich denke, ich habe es wieder ein bisschen übertrieben, was die Level angeht, aber hey, ich gehe halt wirklich immer oder meistens auf Nummer sicher. Und ja, eigentlich hatte ich geplant, dass ich noch einen Chartrago und einen Frigometri mitbringe, aber ich denke, ein Drachen-Pokémon reicht. Ich wollte auch ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr Alternative reinbringen, ein paar neue Pokémon, ein paar neue Gesichter. Und außerdem, auf Drachen-Pokémon wäre ja die Arena sowieso schon spezialisiert, also ich hätte wäre im Vorteil, aber auch im Nachteil. Und sie werden wahrscheinlich auch auf Stein, auf Eis-Pokémon vorbereitet mit Stahl, Gestein und Feuerattacken. Pokémon Arena von Twin Tricks City. Leiterin Lilia, Mädchen mit heißem Draht zu Drachen. Natürlich, ich glaube, ja, würde die Arena in der schwarzen Edition anders aussehen? Ich glaube nicht, aber wie gesagt, Lysander wäre dann der Arena-Leiter. Na, letzte Arena, los geht's! Willkommen in der Pokémon Arena von Twin Tricks City, der größten Prüfung deiner Region. Aber zunächst nimm bitte die Tafelwasser an dich. Immer wieder gerne, Dankeschön. Für meine ganze Reise immer wieder ein kleines Tafelwasser bekommen. Sehr lieb, sehr freundlich von dir. Hoffentlich klappt es diesmal mit den FPS. Es singt schon, wie ich merke. Ich will dir jetzt mal was über den Aufbau dieser Arena erzählen. Rücken, Hals und Kopf des Drachen dienen dir als Zugangswege. Diese verschieben sich, wenn du auf die Schalter an seinen Armen trittst. Achte darauf, wie sich der Kopf des Drachen bewegt. Deus mio! Unglaublich! Ich ziele darauf hin, dass ich Vantizilla noch, bevor ich gegen Lilia antrete, dann wie heißt das Pokémon nochmal, Maxax weiterentwickelt. Die Arena in Twin Tricks City wartet auf starke Gegner, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Ja, die nehme ich gerne in die Hand. Und dann drücke den letzten Pfennigbrück aus. Oder den letzten Cent. Damit sind ja Deutschland. So viele Pokémon werden sie, glaube ich, gar nicht haben, weil, ich meine, abgesehen jetzt von Milzas Entwicklungsreihe, was gibt es denn noch? Chartrago, okay. Na gut, es gibt dann noch ein Drachen-Pokémon, eine Drachen-Pokémon-Reihe, das ist die von Kapuno, aber ansonsten gibt es da gar keine. Deshalb hat er auch nur eins, hä? Ich bin zuversichtlich, dass es dir gelingt, deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ich werde sie sogar Gassi führen, wenn es sein muss. Wie der Name schon sagt, ist der Arena-Leiter das Oberhaupt einer Arena. Um einen Orden zu erhalten, musst du dich an den höchsten Punkt der Arena von Twin Tricks City begeben. Du erreichst ihn, indem du dich über die Drachenrücken nach oben kämpfst. Und das heißt, hier muss ich drücken? Nein, hier komme ich dann wieder runter, okay. Okay, ah nee, genau, ich glaube, das Design der Arena würde anders aussehen. In Pokémon Schwarz wären die Drachen dann weiß und hier sind sie halt schwarz. Ah nee, hier, wie ich hier runter? Also, ich muss da runter, okay. Was war denn das gerade in meiner Stimme? Das ist ein Sound, den ich noch nie gehört habe. Meine Fresse. Werde ich wieder ein bisschen erkältet? Ich hoffe nicht. Wenn du mich übertriffst, verrate ich dir, wie du durch diese Arena kommst. Ja, da hat mir schon der Ratgeber am Eingang der Arena alles erklärt. Du bist jetzt nicht hier die Oberschlaue. Oh Gott, da kann ich jetzt gerade was sprechen. Kennt ihr die Serie Die Schlümpfe? Schlaubi Schlumpf. Und das ist zunächst ein Kapuno. Schlaubi Schlumpf. So nervig. So, ich weiß, es ist ein Charakter. Er ist ein alter Besserwisser, aber dennoch. Kein Wunder, dass die ihn immer durch die Lüfte schleudern. Und es ist ein Wunder, dass er nach all den Stürzen auf den Kopf immer noch am Leben ist. Ganz ehrlich. Wie werden Schlümpfe überhaupt geboren? Oder will ich das überhaupt wissen? Uff, du hast mich tatsächlich übertroffen. Ja, mit nur einem Pokémon ist es auch kein Problem. Spring von den dreieckigen Markierungen. Wenn du dann auf einem der Schalter auf den Arm landest, bewegt sich der Kopf des Drachen und ebnet dir den Weg. Achso, okay, das ist neu, dass ich springen muss. Und tschock. Oh, jetzt passiert's. Oh ja, lieber Drache, gib Pfötchen. Dann kriegst du auch ein Leckerli. Aber nicht mich. Nicht mich. Okay, ich glaube, so viele Gegner gibt's ja gar nicht. Oder zumindest, wie gesagt, nicht welche, die nicht viele Pokémon haben. Hast du verstanden, wie sich die Köpfe der Drachen bewegen?
Ich vermute mal, wenn sich die rechte Klaue hebt, dreht sich der Kopf nach links. Wenn sich die linke Klaue hebt, dreht sich der Kopf nach rechts. Ich kann mich nicht erinnern, ist es nur eine Mutmaßung, eine Vermutung, eine Annahme, eine Maßnahme. Fantizilla, die macht dir alles nur ohne große Probleme fertig. Und ich habe sogar den Vorteil, weil da ja Lilia ein Mädchen ist, sind, glaube ich, auch deswegen ihre Pokémon weiblichen Geschlechts. Und Fantizilla hat hier die Fähigkeit Rivalität, das heißt Weibchen gegen Weibchen. It's a catfight, not a dragonfight, it's a catfight. Ich verbrauche aber meine ganze Drachenklaue, hey. Vielleicht würde ich auf Fantizilla eine kleine Verschnaufspause geben und dann mit Ringadoo und Funky Brown dann ein bisschen auf den Putsch hauen. Du bist stark. Ich schätze, du willst hinter das Geheimnis der Drachenköpfe kommen. Ist es ein großes Geheimnis? Echt? Ja, dann erzähl mal. Die Drachenarme gehen hoch und runter. Im Zusammenspiel mit ihnen bewegen sich die Köpfe nach links oder rechts. Oder nach oben oder unten. Hier ein kleiner Hinweis. Wenn du beide Arme herabgesenkt hast, senkt sich auch der Kopf. Doch komplizierter, als ich gedacht habe, hä? Okay, links und dann muss er sich nach rechts bewegen, oder? Richtig. Dies ist ein fangender Drache. Kann ich auch einen Knoten machen? Dass er erstickt? Was habe ich jetzt wieder für Gedanken? Blutrünstige, erbarmungslose Gedanken. Da kann man, glaube ich, den Gegner... Man kann ihn nicht ausweichen, man muss ihn begegnen. Bist du schon glücklich, wenn du nur mit irgendwelchen Pokémon zusammen bist? Oder müssen sie auch stark sein? Antworte mir in Form eines Kampfes. Ich wäre mit allen Pokémon froh, solange wir eine schöne Zeit haben können, hä? Hey, ich würde, wenn ich dadurch nicht sterben würde, würde ich wahrscheinlich auch mit dem Slimer kuscheln. Das, stell dir vor, sowas wie ein großer Beanbag. Hm? Oh. Der Geruch, okay, da könnte man vielleicht hier mit so einem kleinen Baum, wie man ihn auch in die Autos hängt, vielleicht ein bisschen da Abwechslung schaffen. Ein bisschen Ausgleich, aber hey, das wäre doch möglich. Ich glaube nicht, dass man die Entwicklung erreichen wird. Höchstens in den nächsten Parts. Es trägt ja schon das Glücksei. Dein Pokémon-Team ist offenbar froh, dass es einfach nur bei dir sein darf. Oh. Du hast an einem Pokémon gesehen, was ich gar nicht vor so allzu langer Zeit gefangen habe. Jeder liebt seine Pokémon auf unterschiedliche Weise. Raus aus meinem Kopf, ihr Bilder, raus! 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 Ich zeige meinen Pokémon meine Zuneigung, indem ich mit ihnen stärker werde. Da gibt es ja in Pokémon Sonne und Mond so ein neues, tolles Feature. Pokémon Pause. Man kann sie baden, man kann sie striegeln, man kann sie füttern. Ach, ich glaube wirklich, dass das so das Schema von Pokémon Sonne und Mond wird sein. Beziehung zwischen Pokémon und Pokémon, beziehungsweise Pokémon und Menschen. Einfach wie das dargestellt wird, ja. Bei manchen Pokémon heißt es ja sogar schon, wenn es eine gute Beziehung zu ihrem Trainer hat, wenn das Pokémon eine gute Beziehung zum Trainer hat, zeigt es seine wahren Kräfte. Finde ich toll, wenn sie sich für Pokémon-Spiele bestimmte Themen suchen. Hier zum Beispiel in Pokémon Schwarz und Weiß ist es ist ja mit O. Zusammenarbeit, Kooperation, diese, wie sagt man, Parallelexistenz, keine Ahnung. Schau an, wen sehe ich denn da? Jedenfalls kommst du gerade recht. Aber sei gewarnt, ich werde es dir nicht leicht machen. Ich möchte auch nicht, dass du es mir leicht machst. Ich möchte meine schon ein bisschen hier eine Herausforderung haben, aber durch mein Training, Veteran Karel, ist mir das nicht möglich. Warum habt ihr alle nur ein Pokémon? Ich meine sogar der Lance. Oder hieß er Lance? Oder Siegfried? Nee, Lance ist der englische Name. Siegfried war, glaube ich, der deutsche Name von dem Top 4 Mitglied aus Kanto mit den Drachen-Pokémon. Der hatte sogar 3 Dragoran. Zwar doppelt, aber dennoch, er hatte mehr Pokémon. Oh, okay. Ach, ich schau, Drago hält jetzt mal was aus und tut mal jetzt hier ein bisschen zurück, Pfeffern. Und Vanizilla. Ach, du bist bisschen. Ich muss es heilen, weil, wenn ich das nicht tue, würde es angreifen, aber durch den Rauhauteffekt von Chartrago verletzt werden. Ne, dies will ich nicht. Dies will ich nicht. Und nochmal Drachenklaue. Ist ja gut. Ist ja gut. Würde ich das aushalten? Würde Vantizilla das aushalten? Nein, ich tue lieber auswechseln. Das würde Vantizilla nicht überstehen. Dann kann ich mal Funky Brown zeigen. Funky Brown ist alles brutale Kraft. Er hat ja sogar eine Attacke, die Rückstoßschaden hat. Macht sehr viel Schaden und auch seine Fähigkeit macht solche Attacken umso stärker. Also hier brachiale Wut hier. Und seine Frisur einfach göttlich. Ach stimmt, ich habe ihm einen Bornhelm gegeben. Ja. Ah.
Das mache ich einfach Dampfwalze. So. We're going down with Funky Brown. Haha, pun intended. Aber eben, aber so ein Patent habe ich noch nicht angemeldet. Das tat mir eine Seele weh. Brauchst du ein Pflaster? Kriegst aber keins. Ob Rückzug oder Vormarsch, das entscheidest du allein. Aber marschierst du voran, dann mach keine halben Sachen. Damit beleidigst du nur deine Pokémon, die diesen Weg mit dir gehen. Es sind zwar nur Daten, es sind vielleicht Nullen und Einsen, aber dennoch. Ich sorge mich um meine Pokémon. Ich sorge mich um sie und möchte, dass es ihnen gut geht. So. Kein Tafel Wasser mehr, ist in Ordnung. Einmal überdanke und alles wieder draufgefüllt. Aber von allen Rädern war der jetzt, wenn der Karel, Karal, was? Ich hab's wieder schon wieder vergessen. Wirklich meine Herausforderung. Bin ich richtig gegangen? Ich glaube doch, oder doch? Ja, nein, leicht. Okay, jetzt bin ich da oben. Will ich da oben sein? Moment, ich schau mal nach. Ich glaube, ich war noch nicht gewesen, oder? Hier der Treppe runter, das würde mir auffallen. Oder? Achso, ich kann da auch nur runtergehen, okay. Du! Was? Ich? Ja, du! Okay, du? Nein, ich! Was? Ich? Du? Da. Dich teste ich! Mich? Ja, also dich! Nein, mich? Was? Doch! Ja, nein, doch! Oh! Zeig mir, wie gut du mit dem... wie gut du dich mit Pokémon auskennst. Und danach schreiben wir einen Test in grammatikalischen Grundsätzen. Bitte nicht! Darum bin ich nicht vorbereitet. Drei Pokémon, davon rede ich doch. Was hast du? Ein Kapuno und Scharfax und ein Shadrago. Wette ich drauf. Da wette ich drauf. Okay, machen wir mal was anderes. Sagen wir mal Gift-Hiebern. Und macht auch gut Schaden. Macht auch gut Schaden. Ja, weil Vantazilla auch hier 6 Level über diesem Kapuno steht. Ich werde Vantazilla noch andere Attacken beibringen, sobald er sich halt entwickelt hat. Und das war schon mal einmal gewesen. Mit dem Kapuno und Level 46 wird erreicht. Und zwar in... nach dem nächsten Kampf, okay. Jetzt kommt der Scharfax raus. Okidoki, okay. Das ist ja ein Spiel, da gibt es 2 Drachen-Pokémon. Für dieses werde ich mir ganz klar, werde ich Vantazilla mit in die Pokémon-Liga nehmen. Und das Schöne ist, wer weiß, weiß ich auch schon, werde ich Kapuno mit in die Pokémon-Liga nehmen. Okay, nochmal Shadow. Wechseln wir mal, dann darf mal Mangadu zeigen. Und das verrate ich, es ist eine Anspielung auf Winnetou. Nur ein bisschen umgedichtet. Wing, wieder flügeln, Mangadu. Mangadu im Nu, da schaust du zu. Ich werde es wahrscheinlich auch anstatt Armicelli mitnehmen. Weil es ist auch ein normal Flug-Pokémon und ich denke, es ist ein bisschen besser im Angriff. Ein bisschen besser. Okay, okay. Werden wir die Vergeltung aushalten, du Richter mit bloßen Schuppen über deinen Augen. Oh naja, was? Einmal für dich mit, zum Mitnehmen ohne saure Soße, wie du es dir, wie du es immer gerne hast. Oh yeah, Pikachu, das entwickelt sich jetzt auf einem hohen Level, über Level 50. Du kriegst jetzt aber auch wirklich das volle Potenzial aus deinen Pokémon heraus. Und dabei haben wir doch Spaß. Guli, 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 guli. Als Trainer muss ich selbst eigentlich nicht stärker werden. Es reicht, dass meine Pokémon stark genug zum Kämpfen sind und ich ihnen genügend Unterstützung biete. Ja, aber dennoch musst du stärker werden. Stärker im Geist, stärker in der Seele. Damit du für deinen Pokémon... Nein, das will ich nicht machen. Damit du deinen Pokémon eine gute Unterstützung sein kannst. Wenn du dir die gleiche Kraft behältst, irgendwann reicht es nicht mehr aus. Schon mal daran gedacht? Ja, nein, vielleicht doch. Oh, na. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ach stimmt, das sind ja 2 oder 3 Drachen waren es, oder? So, hier lang. Dolong? Nee, gar nicht. Okay. Tschup. Spürst du schon deine Sünden über deinem Rücken krabbeln? Spürst du sie? Schwörst du sie? Okay, jetzt bin ich hier und wo muss ich jetzt lang? Hä? Was? Wie? Folge einfach dem Drachen. Folge ihm. Wo komme ich raus? Hier, glaube ich. Da war ich schon gewesen. An ihm komme ich nicht vorbei. Jo. Muss ich jetzt nochmal hier auf den Schalter? Kann das sein? Zack. Achso, dann geht die runter und dann dreht sich der Kopf so.
Will ich das? Oder habe ich gerade Fehler gemacht? Ich glaube, ich habe gerade Fehler gemacht. Okay, dann muss ich wohl doch auf der unteren Ebene wohin. Ah, das hat jetzt schon so weit gerückt. Besonders als ich das gesehen habe, so den Übergang von den oder die Übersicht von den Spielen. Das ist 2010 rausgekommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also schon wieder 6 Jahre alt. Und ich habe das ja gespielt, als es rausgekommen ist. Ich habe meistens so die neuen Pokémon-Spiele dann entweder zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. Das Spiel hatte ich zu meinem Geburtstag bekommen. Ach, ist das nicht schön. War ein schönes Geschenk. Habe ich mir so gefreut. Am ersten Tag, da gingen mir so all die neuen Sachen und ich denke mir... Ach, ich glaube, das musste ich, glaube ich, machen. Ah, genau, dass dich nämlich der Kopf so dreht. Ah, ja. Dann komme ich nämlich da auf die linke Glaue hier. Genau. Ja, das war der Schatzzug, den ich nicht begangen habe. Ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Tricks du so aufwartest. Starke Pokémon. Auskennen über die Schwächen. Gezielte Attacken. Weggefegt. Das, liebes Scarlet, ist meine Kampfweise. Nicht einfach hier ZZ, ziemlich zügig, einfach zack, zack, hier zicke, zacke, Hühnerkacke. So. Und ein bisschen der Abwechslung hier. Zum Beispiel bei einer Attacke, der man nicht ausweichen kann. Du machst genau das gleiche wie der Trainer vorhin. Willst du beißen? Komm doch her. Do you want a break? Do you want a Kit Kat? I will break your fucking neck. Okay. Schöner Moment, um hier jetzt dann niederzugehen. Und Schadrago, tue ich wieder wechseln. Nehmen wir mal Krugelt. Ich habe geschaut, Drachenklaue TTM finde ich auf der Siegestraße. Ja, deshalb habe ich Krugelt erstmal eine andere Attacke beigebracht. Anstatt Schattenklaue, ja, lieber mal ein kleiner Durchbruch. Durchbruch in Sachen Attacken und Schadenszuführung. Okay. Schadrago ist schon noch. Ein bisschen gefährlich, hä? Ziemlich gefährlich, wie es scheint. Aber hier ein Schmarotzer, hier. Ey, kannst du mir ein bisschen mehr Schaden geben? Aber doch nicht so, dankeschön. Meine Fresse. Nein, niemand bekommt. Doch, Vigado, er kriegt Erfahrungspunkte, danke. Zermalmglaue, yes, sorry. Jawohl. Mal sehen, das macht 75 Schaden, 95 Genauigkeit. Senkt der Wind über den Verteidigungswert anstatt Schlitzer? 70 Schaden, 100% Genauigkeit? Ja doch, anstatt Schlitzer. Schön. Das war, glaube ich, vorher... War das die spezielle Attacke von Sengo? Ich glaube doch. Und das war eines der wenigen Pokémon, was die Attacke beherrschte. Du bist einfach unglaublich. Ja, danke. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Man weiß nie, was der Gegner im Schilde führt. Das ist extrem spannend. Solange dieses Gefühl da ist, kümmere ich mich auch nicht um den Ausgang. Ich hatte ja mal die Frage gestellt, ob diese Trainer, die man hier begegnet, ob die halt zur Arena gehören oder ob sie auf der Durchreise sind. Eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn sie zur Arena gehören, weil sie haben ja auch alle Pokémon, die zum Typ der Arena passen. Also vielleicht die Kämpfer in der Eisarena. Wäre dann aber auch dann wieder mit dem Gedanken zu spielen, sind die dann auf dem Weg auch zur Pokémon-Liga oder... Keine Ahnung. Ich glaube, das war das letzte Mal und jetzt müsste ich dann, wenn ich dem Drachenkopf folge, sollte ich jetzt, glaube ich, zu Lilia hinkommen, oder? Jupp, jupp. Schauen wir mal. Ach, jetzt bin ich hier. Ach, einmal hier runter. Okay. Ja, geht doch noch nicht. Ist doch noch nicht vorbei mit der Kämpferei. Pokémon-Kämpfe bestimmen nun schon seit über 10 Jahren unser Leben. Das... Über 10 Jahre... Weil die Pokémon-Spiele schon seit über 10 Jahren existieren, oder? Richtig? Richtig. Ha, ha, ha. Wir werden dich spüren lassen, wie viel die Erfahrung in einem Kampf ausmacht. Schon hier, da ein schönes Anspiel, hä? Wie lange die Pokémon-Spiele existieren? Ich verstehe. Feodora. Könnte auch ein Pokémon-Name sein, wenn ihr mich fragt. Feodora, ich will dich. Hm. So was ist mit Feder, ja. Apropos Federn, ich habe vor kurzem ein Infovideo gesehen, das ist auch wieder in eurem Fall älter, wo man die Entwicklung der Starter-Pokémon aus Sonne und Mond gesehen hat und ich muss sagen, ich liebe die Entwicklung von Bautz. Mit der Frisur und seiner Fliege, die sieht verdammt nochmal aus wie eine Pokémon-Version vom 11. Doktor aus Doctor Who und das ist mein Lieblings-Doktor. Ab dem habe ich ja angefangen, die Serie zu schauen und ich bin wirklich gespannt, ob diese geleakten, in Anführungsstrichen, letzten Entwicklungsstufen wirklich die sind,
wie sie dann aussehen im Spiel. Also, dass jetzt Bautz dann zu einem Bogenschützen wird. Bin ich wirklich gespannt. Es kommt also nicht auf die Zeit an, die man mit etwas verbringt. Sondern die Intensivität. Strebt man nach Stärke, so ist das eine Lebensaufgabe. Wie hat man auch trainiert, es gibt immer noch mehr zu lernen. Es ist wie eine Straße, die nie endet. Das gilt auch für die Pokémon-Arena von Trindrick City. Dies ist die tiefere Bedeutung des Drachens. Das solltest du mal dem Sharon erzählen. Muss ich hier lang? Muss ich... Hier war ich schon. Muss ich da lang? Nee. Dann muss ich da jetzt auf die Klaue springen, oder? Weil jetzt bin ich ja wieder den anderen Weg gegangen. Okay, das würde jetzt, glaube ich, beide... Beide Krallen senken, oder? Das würde beide Krallen heben und jetzt... Ach so, jetzt führt es dann zu Lilia. Ah! Genau, glaube ich. Mal sehen, mit wem fange ich an? Ich glaube, zunächst setze ich einen Scharfax ein. Dann sollte ich dann schon mal nochmal Vatatilla nehmen und dann schaue ich mal, wie ich auswechsle. Hallo, liebe Lilia, ich bin bereit für den Kampf. Hallo, ich bin die mega starke Arena-Leiterin Lilia. Sag schon, mit welchen Pokémon trittst du an und wie lässt du sie kämpfen? Das verrate ich dir doch nicht. Eine Battle? No, no. Ich ertrage die Spannung nicht mehr. Lass uns anfangen. Wie alt ist sie da? Das würde mich schon interessieren. Eine Herausforderung von Leiterin Lilias. Ich würde ja so auf 13, 14 schätzen. Ungefähr. Bin ja so schlecht im Schätzen. Ob nun Alter... Oder Entfernung. Oh Mann, ja. Ich glaube, sie hat einen Scharfax, einen Chartrago und einen Maxax. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, Pokémon Number One. Down to the ground. Ja, Chartrago nehmen wir da mal. Nehmen wir Suhiro. Suhiro hat auch eine neue Attacke gelernt. Die möchte ich gerne zeigen. Also, die hatte Suhiro lange keine Arena-Leiterkampf. Action mehr. Ist zwar nicht so effektiv, aber dann auch. Einmal danach schweift bitte hier. Wehrt die Attacke ab. Autsch. Nächste Seite sticht. Sticht in die Seite. Komm schon, greif an. Im Anime ist es um einiges, sieht um einiges besser aus. Es ist wirklich, als wäre ein Tornado aus Wasser an der Route des Pokémon. Es schlägt zu wie eine Schlange, wie eine riesige Peitsche. Wenn dann meine Pokémon Schmerzen haben, fühle ich immer mit ihnen. Sprühe ich auch manchmal. Besonders wenn es ganz knapp einen Gegner-Pokémon besiegen würde und dann wird es zurückgehauen. Oh, Nachtdieb. Echt definitiv eine meiner Lieblingsattacken aus Pokémon. Und Siedewasser. Natürlich. Natürlich ein Hypertrank. Weißt du, wenn ich so ganz fies wäre, würde ich es jetzt auch machen. Und weißt du was? Ich denke, das mache ich auch. Oder ich wechsle das Pokémon. Ich denke, ich wechsle mal das Pokémon. So, oh, Soma. Oh, Soma, den habe ich jetzt da noch Lichtkanone und im Spukball beigebracht. Einfach, es hat wirklich einen guten Spezialangriffswert. Und, oh, pff, jetzt setzt du eine Attacke ein, um meinen Pokémon auszuwechseln. Dankeschön. Glück für mich, Pech für dich, mein Freund. Meine Freundin. Zack, zack. Und wie gesagt, durch Rivalität mehr Schaden. Ist mehr Schaden, ist schnellerer Untergang. Es hatte nicht die Rauhautfähigkeit. Welche Fähigkeit hat das Pokémon noch? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt Maxax. Wie wär's? Sprechen wir es mal mit erstmal mit Funky Brown. Going down to Funky Town to Funky Brown. Mabau. Und dazu wird Vandezilla. Genial sieht's aus, oder? Genial. Noch nicht. Noch ist es nicht vorbei. Wir werden weiterkämpfen. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, denn erstmal kommt hier. Okay, Drachenlanz, da muss ich aufpassen. Es erhöht die Initiative und den Angriff des Pokémon. Einmal eingesetzt, nun gut, kann man noch mithalten, aber bong. Wenn es das mehrmals einsetzt, könnte es zum Problem werden. Okay, ein Volltreffer. Voll mit dem Afro hier. Spüre die Afro-Power. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Puh, wir haben uns so ins Zeug gelegt. Beim Ende haben wir doch verloren. Hat aber Spaß gemacht. Und darauf kommt es an, oder? Wow. Unglaublich, der Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich gegen einen so starken Trainer wie dich kämpfen konnte. Und der letzte Orden. Endlich, in meinem Besitz. Und nun geht's auf zur Pokémon-Liga. Da ist er schon. Füllt die Box schön aus. Und was kriegen wir von ihr? Ich glaube Drachenrute, oder?
Du hast jetzt alle 8 Orden. Bravo, bravissimo. Dankeschön. Damit gehorchen dir nun ausnahmslos alle Pokémon. Hier, ich schenke dir diese TM. Drachenrudel, ja. Das war das, was Shadrago eingesetzt hat. Meistens sammelt der Arenaleiter dann ein Pokémon, was diese Attacke beherrscht, im Team. Drachenrudel fügt dem Pokémon nicht nur Schaden zu, sie katapultiert es auch zurück in den Pokéball seines Trainers. Sag mal, was macht Laura deiner Meinung nach gerade? Er wartet in der Pokémon-Liga auf das Erscheinen von N. Heißt das eigentlich, N müsste eigentlich auch alle Arena-Orden verdient haben, um die Top 4 herauszufordern, um dann zum Champ zu kommen? Eigentlich schon, oder? Aber wo in der Pokémon-Liga gegen diesen N kämpft? Kennst du die Pokémon-Liga? Sie befindet sich ein Stück weiter hinter der Siegelstraße am Ende von Route 10. Ja, dort habe ich ein bisschen trainiert, deshalb werden die Trainer dort dann nicht mehr gegen mich kämpfen. Sag mal, also, das ist gleich. Gut. Okay, verstanden. Dankeschön. Einmal zurück. Ich hoffe, alle meine Atome sind noch an Ort und Stelle wieder angekommen. Du hast den Arenaleiter besiegt, Arenaleiterin. Das ist ja unglaublich. Sag mal, das ganze Tafelwasser, das ich dir immer gegeben habe. Willst du nicht langsam mal dafür bezahlen? Wir machen natürlich nur Spaß. Gratuliere, gut gemacht. Gerade ist mir auch ein bisschen der Schreck in die Hose gefahren. Oh, Professor Escher, was gibt's? Hallo, und wie lief's bei Lilia so? Was denken Sie? Ich bin eigens hergeeilt, um dir zu erklären, wie man das legendäre Zekrom wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es dir über den Visocaster mitzuteilen, wieso auch immer. Also, um zum Kern der Sache zu kommen, ich habe noch keine Ahnung. Dafür kommen Sie extra her. Danke für die Mühe. Das Pokémon erwacht bestimmt, wenn es jemand anerkennt. Aber erstmal muss ich dir gratulieren. Das ist alle 8 Orden der einer Region errungen. Wie stark du geworden bist. Nicht wie stark ich geworden bin, wie stark mein Team geworden ist. Ja, besten Dank. Team, eine Einheit. Dir ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals Avenicia verlassen hat. Nein, definitiv nicht. Also, dann verrate ich dir mal, wohin ein Trainer geht, der bereits alle Pokémon-Arenen gemeistert hat. Ich weiß es doch schon. Sie müssen mich nicht mehr führen. Wobei ich gerne hinter Ihnen laufe. Also ich halte die Klappe. Durchschreitet das Tor dort und du gelangst auf Route 10. Hinter den Ordenskontrolltoren liegt die Siegelstraße und die führt dich schließlich zur Pokémon-Liga. Das erinnert mich daran, wie ich dich im Pokémon-Center von Gambina herumgeführt habe, Jovo. Ach stimmt, ich erinnere mich auch. Wie viele Monate ist das für mich her? Auch schon wieder so 3-4 Monate? Für euch wahrscheinlich sogar länger. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit dem Pokémon auf Weisen gegangen zu sein? Niemals! Danke, über diese Antwort freue ich mich von ganzem Herzen. Auch wenn mich interessieren würde, was es, wenn ich ja gesagt hätte. Es hat mich damals auch riesig gefreut, euch die Pokémon zu schenken. Das war einfach so eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Jovo. Hä? Oh, der Meisterball, ja passend. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Fängt er doch stets dieses Pokémon in allen Fällen. Aha! Und in alle Fälle. Wäre schön, wenn sie es gesagt hätte. Ausnahmslos. Außer es ist ein Trainer-Pokémon. Dann nicht. Es tut mir leid, dass ich dich nur auf diese Weise unterstützen kann. Jovo, was auch geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Bis dann. Cheerio. So, zeige ich das jetzt nun? Weil ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit und dann würde ich das vielleicht im nächsten Part machen, weil ich würde ja dann sowieso dann erstmal trainieren, bevor ich dann die Pokémon-Liga herausfordere, weil ich weiß, was auf mich zukommt, storytechnisch, und ich weiß, meine Pokémon brauchen noch ein bisschen Zunder unter der Haube, damit sie hier nicht absüffeln, damit sie da nicht abgewürgt werden. Und auch, weil ich ja vorher erstmal noch die Top 4 besiegen muss. Und dann auch noch, man sollte noch die Führung hier behalten, damit sie sich entwickeln kann. Und dann auch noch gegen Laro nicht, aber gegen N. Gegen N wird definitiv der Kampf kommen. Wie, wer, was? Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich, was, für was, hä? Ich habe es über den Visocaster gehört. Auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter. Was? Man sollte kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, was? Oh. Stimmt, jetzt sind, glaube ich, diese Wander-Pokémon unterwegs. Ich glaube, in Pokémon Weiß ist es Boreos, wenn ich mich nicht täusche. Ich schau mal nach. Rote 7 war hier. Hm. Ich glaube, ich schau mal nach.
Das ist dann nämlich, wie gesagt, der Fall, man sieht es einmal und dann springt es von Ort zu Ort, wie es die legendären Raubkatzen in Pokémon Silber, Gold und Kristall getan haben. Ist hier wirklich was los? Tatsache. Was für ein Reh. Was? Ach du liebes bisschen. Das hatte ich jetzt nicht so extrem in Erinnerung. Alter, da fällt ja die Blitze. Ach genau, ich glaube, hier bekam ich eine Info. Potzblitz! Das ist das Pokémon. Da ist das Pokémon ja wieder. Ich? Ja, welches? Ich glaube ja noch Boreos. Ich glaube, in Pokémon Weiß war es Boreos und Pokémon Schwarz war es. Wie heißt das nochmal? Thanatos oder so ähnlich? Wack dich bloß nicht ins hohe Gras, Kind! Dieses Pokémon könnte zu stark sein. Sich hier bei Wind und Regen zu unterhalten, ich weiß nicht. Komm doch zu mir nach Hause, da ist es gemütlicher. Okay. So, was können Sie mir erzählen über das Pokémon? Machen Sie schon, bitte. Auch deine Jungen schützt dich bei den kalten Regen nicht vor einer Erkältung. Willst du einen Teller Suppe? Ich hoffe, sie schmeckt dir. Danke. Gut so, du bist jung und brauchst nicht zurückhaltend zu sein. Hier in einer gibt es dieses Pokémon namens Voltolos. Ach genau, Voltolos hieß es. Das für die ganzen Unwetter verantwortlich ist. Es fliegt durch die Region und bringt stürmischen Wind, Blitz und Donner. Ich versuch's zu fangen. Ich glaube, ich habe noch einen Flottball. Komm, iss, das wird dich wärmen. Mit Nudeln. Oh, sie hat Gemüsesuppe oder Frühlingssuppe. Ach, die mag ich. Suppe mit richtig vielem Gemüse. Absolut köstlich. Die gesamte Ernte wird von diesem endlosen Regen zunichte gemacht. Dieses Pokémon macht es uns wirklich das Leben schwer. Ich wollte es mir schnappen, aber es fliegt ständig umher. Kaum hat man es erspäht, ist es schon wieder weg. Es fliegt ganz einmal an einem Tag. Morgens fliegt es im Süden umher und nachts trifft man es im Norden an. Ist es wirklich so ein Spiel? Echt? Hier kommt es immer abends vorbei. Oh, das ist praktisch zu wissen. Ach du liebes bisschen. Boah, da ist es. Angeber! Was für ein heftiger Sturm. Der soll ja das Werk dieses Pokémon sein. Du bist jetzt noch da oder fliegst du weg? Du bist anscheinend wieder weggeflogen. Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich, glaube ich, über diese Tafel nun genau den Standort von Voltolos ausmachen. Wenn ich es mehr fangen will, ich würde es nicht unbedingt in der Pokémon-Liga einsetzen, aber es ist einfach nur zu wissen, ich habe es gefangen, wäre schon cool. Welchen Spitznamen würde ich ihm geben? Es bringt Sturmgifter. Wahrscheinlich Thor. Ich würde ihn wahrscheinlich Thor nennen. Mal sehen, gib mir das eine Info. Aha, Route 5. Wobei, es wechselt immer. Also, ich schaue mal. Vielleicht bin ich den Part dann doch und mache das in der Pokémon-Liga dann in einem anderen Kapitel. Dann ist dieses Kapitel nämlich mit den Arenen abgeschlossen. Mal sehen, Route 5 war hier. Also ist... Route 16? Wo ist noch Route 5? Moment, lass mich gerade... Route 3. Himmelfallbrücke. Route 4. Fürstenresort. Route 16. Nö. Ach, da ist Route 5. Okay. Mal sehen, ob ich es erwische. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich hier bei dieser Stelle dann belassen. Aber wir wüssten jetzt, dieses Pokémon ist hier unterwegs. Mach ein bisschen hier Stümi-Stümi, Blitzi-Blitzi, Nassi-Nassi. Ja. Wie gesagt, das ist ja immer, wenn ich dort bin, schon ist es wieder weg. Ich müsste also... Okay, was sagt's an? Route 5. Also doch noch hier. Sehr gut. Doch nicht? Oder doch? Ich merke nämlich nichts. Okay, ich schau gerade nochmal auf die Tafel. Aha, da sieht das auch. 5. Oktober, da nehme ich es auf. Route 4, ein ungewöhnlich starkes Gewitter. Okay, also wenn ich Glück habe, bleibt es so lange dort. Aber ansonsten ist es gleich wieder weg. Ja. Diese Folge wird, glaube ich, irgendwann Mitte November kommen. Und wie ihr seht, ich nehme es im Oktober auf. Jo.
So fleißig bin ich. Okay, Route 4, es ist doch da. Und? Ja. Und Regen, keiner Spur. Ich sollte erstmal schauen, ob ich überhaupt Flottbälle dabei habe, weil ich würde es vielleicht probieren. Ich würde probieren, ob ich es hinkriege. Wo habe ich die Bälle? Hier unten, oder? Ne, das war... Hier war es gewesen, okay. Machen wir das mal schnell. Hyperball, Heilball, Timerball. Hab ich nicht. Ist es wieder weg? Mal sehen. Mit etwas Glück triffst du im Stadion einen von vielen berühmten Spitzensportlern. Möchte ich nicht wissen. Die berühmte Achterbahn. Oh ja. Ich könnte jetzt natürlich probieren, erstmal, kann ich jetzt vielleicht im Pokémon Center Flottbelef kaufen? Wäre praktisch. Und wenn ich jetzt einfach hin und her zwischen einem Tor und einer Route wechsle, ob ich dann vielleicht das Pokémon treffe. Ah ne, ich glaube, ich kann ja nicht überall Flottbälle kaufen. Meistens aber, ne, möchte ich nicht unbedingt. Ich würde es mir lieber für Sekrom aufheben. Einfach wieder die Tat, auch wieder meine Methode. Ich würde es so lange schwächen, bis es im runden Bereich ist und dann, dass ich es sicher fangen kann. Ansonsten könnte ich es, glaube ich, dann erst nach der Hauptstory fangen. Route 5. Oh, hier bin ich! Ja. Und wo ich bin, du durch der Sonnenschein unterwegs. Okay, probieren wir nochmal. Zack. Nix. Okay, probieren wir es nochmal. Ich will es jetzt einmal sehen. Aha! Erwischt! Hab ich dich, mein Freund! Hab ich dich! Oh, okay. Uns wird gleich gezeigt, yo! Da ist es! Volto los! Das Volto, das ist los! Ich kann es schwächen und es würde den Schaden behalten. Okay. Wenn's das wird. Ich probiere einen Hyperball. Ja, einfach mal. Mal sehen, vielleicht habe ich ja riesen Schweineglück. Und? Komm schon! Und? Ich dachte schon. Oder probiere es nochmal. Vielleicht probiere ich es nochmal. Vielleicht Dir gefällt die Route, was? Das ist jetzt nur ein normales Pokémon, okay. Oh mein Gott, auch so mal so klein und süß war er gewesen. Und nun ist er hier deftig geworden. Oh yeah, der hat sogar Arme bekommen. Ja, und was in die Birne? Hat immer gut hier sein Gemüse gegessen. Okay, ist es noch da? Okay, wollte los? Oder wollte los? Ich glaube, er wollte los. Okay, probieren wir es. Ich glaube, das ist auch eines der wenigen legendären Pokémon, was ein Geschlecht hat. Probieren wir es mal. So, komm schon. Komm schon. Let's do it. Komm schon, nur mit dem Hyperball. Volle Kraft. Komm schon, eins. Jedes Mal war es schon mit einem Mal. Einmal wacken. Nom nom nom. Einmal probier es noch. Nix. Das ist, denke ich, die beste Methode, einfach nur zwischen Tor und Route, wo man weiß, es wird auftauchen, hin und her zu wechseln. Immer noch nichts. Schönes Wetter, das habe ich genug. Ich möchte gerade hier in schöne Pfützen springen. Siehste. Und mich ein bisschen hier vom Donner fürchten. Und da ist es wieder. Alle guten Dinge sind drei, mein Freund. Man sieht dich immer dreimal im Leben. Oder auch öfters, wenn es sein muss. Und ich weiß, man kann jeweils Worte, das nur in Pokémon Weiß, wie gesagt, finden. In Pokémon Schwarz-Borea. Also man muss beide Pokémon auf eine Edition bringen, um dann Dementoros, so heißt das, glaube ich, zu treffen. Was ist dann das dritte, dieses Wolken-Pokémon-Trio? Komm schon, 13 ist deine Unglückszahl, mein Freund. Komm schon, let's do it. Diesmal senkt's. Nö. Also, langsam, du willst mir verwerben, hey, Walter. Okay, meine Damen und Herren. Dann heißt es erstmal Richtung Pokémon-Liga. Es war ein langer Weg. Und jetzt ist immer noch ein Weg vor uns.
nämlich über die Silostraße. Aber das, wie gesagt, erst im nächsten Part. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Weiß gefallen. Ja, lassen Sie es mich. Bitte wissen wir uns hoffentlich meine Fortsetzung wieder. Bis dann, ihr 93 Show. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.